bin selbst Vater von 3 Kindern und ich kenne das Problem von zu Hause sehr gut. Kinder wollen ständig neue Spielzeuge, aber die Kinder spielen nur kurz damit und danach liegen die Spielzeuge ungenutzt im Kinderzimmer rum. Und dann haben wir uns gesagt, das kann doch nicht das Wahre sein und haben die Idee für meine Spielzeugkiste entwickelt. Meine Spielzeugkiste ist eine Sharing-Plattform für Spielzeuge. Das heißt, Eltern müssen nie wieder Spielzeuge kaufen. Sie kommen auf unsere Webseite, suchen sich ganz bequem die richtigen Spielzeuge aus, bekommen die zugeschickt und wenn die Kinder dann genug damit gespielt haben, schicken sie die Spielzeuge einfach zurück und bekommen die nächsten. Spielzeuge kaufen und überfüllte Kinderzimmer gehören der Vergangenheit an. Wir glauben daran, dass in Zukunft viel mehr geteilt und getauscht wird, statt gekauft und dass sich Sharing damit auch am Massenmarkt durchsetzen wird. Und daran glauben nicht nur wir, sondern auch große Unternehmen wie Otto und Mediamarkt, die vor kurzem Sharing-Modelle entwickelt und am Markt etabliert haben. Wir wollen jetzt meine Spielzeugkiste richtig groß machen und den Massenmarkt erobern. Seit dem letzten Crowdinvesting haben wir viel erreicht, aber es gab auch harte Zeiten. Im letzten Jahr ist eine große Finanzierung und ein großer Media-Deal in letzter Sekunde geplatzt. Und es war ein Schock für uns Gründer und auch für die Firma und es war eine harte Zeit, die wir dann durch mussten. Aber wir haben den Kopf nicht in den Sand gesteckt, sondern haben gekämpft und aus den wenigen Mitteln, die wir hatten, das Beste gemacht. Wir haben unsere Prozesse verbessert, wir haben skalierbare Marketingkanäle gefunden und ein tolles Team aufgebaut mit Leuten, die wirklich hinter der Idee und hinter der Sache stehen. Diese Krise damals hat uns stärker gemacht und wir stehen besser da als jemals zuvor. Ich habe den Eindruck, dass die beiden Florians absolut engagiert sind, für die Firma einstehen, viele Kanäle nutzen, viele Kontakte haben und versuchen, die Spielzeugkiste immer weiter zu bringen. Kern unserer Erfolgsstory ist, dass unser Produkt funktioniert und vom Kunden angenommen wird. Dank unserer neu gefundenen Marketingkanäle konnten wir den Umsatz letztes Jahr nahezu verdoppeln. Und da wir auch so viel effizienter geworden sind in unseren Prozessen, konnten wir auch die Margen deutlich verbessern. Wir haben ein selbstentwickeltes Warenwirtschaftssystem. Damit sind wir in der Lage, unsere Spielzeuge unter 7 Minuten wieder aufzubereiten. Und das wiederum ist so effizient, dass wir auch die Wiederaufbereitung für größere Online-Shops übernehmen können. Das Marketing-Team hat wirklich hart gearbeitet in den letzten Jahren und viele verschiedene Kanäle getestet. Letztendlich ist es ihnen gelungen, 3 Marketingkanäle zu finden, über die wir zuverlässig und effizient Kunden gewinnen. Wir haben durch Instagram gemerkt, dass wir so die Spielzeugkiste authentisch platzieren können. Inzwischen zählt Influencer-Marketing zu einem unserer wichtigsten Wachstumskanäle und mittlerweile gewinnen wir sogar schon über 40% unserer Kunden über Instagram. Und nicht zuletzt haben wir in den beiden TV-Kampagnen gezeigt, dass wir auch über unsere TV-Spots wachsen können. Wir haben bereits im letzten Jahr in meine Spielzeugkiste investiert und gesehen, dass auf unseren frauen- und familienfreundlichen Sendern zahlreiche neue Kunden gewonnen werden konnten. Deshalb planen wir mit dem Team jetzt bereits weitere Kampagnen in den nächsten 2 Jahren. Ich bin seit über 2 Jahren in die Spielzeugkiste investiert. Mir macht es große Freude zu sehen, wie die beiden Gründer gewachsen sind und zu echten Managern geworden sind. Aber auch das Produkt hat sich entwickelt. Und das Allerbeste, unsere Kunden bleiben lange treu. Ich werde auch wieder investieren. Wir von meiner Spielzeugkiste haben bewiesen, dass wir nicht aufgeben werden, bis meine Spielzeugkiste groß geworden ist. Und so haben wir jetzt auch Profi-Investoren überzeugt. Die investieren 1,7 Millionen Euro in unsere Firma. Wir haben in den letzten Monaten das Team und die Company sehr intensiv geprüft, haben uns alles angesehen, die Entwicklungspotenziale und Möglichkeiten geprüft und sind nun bereit, 900.000 Euro auch zu investieren in die zukünftige Entwicklung und das Wachstum der Gesellschaft. Liebe Kompanisten, ihr habt uns damals ermöglicht, meine Spielzeugkiste zu starten. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, wieder dabei zu sein und die Firma bei ihrem nächsten Schritt zu begleiten.